Grüezi miteinander, hallo, willkommen bei Wieland TV und mein Name ist Tom Brunier. Das nächste Sommerinterview, das ich darf haben, und zwar mit dem Herr Boris Weiss. Der Herr Boris Weiss arbeitet bei Aktivradio und hat dort eine ganz wichtige Stellung. Und ich schalte jetzt gerade um zu ihm. Die erste Frage, wie geht es dir? Danke, ich fühle mich gut. Man kann heute ein bisschen durchschnaufen, es ist nicht mehr so typisch. Ja? Wir haben ein bisschen geschwitzt hier im Büro und es ist äußerst angenehm. Jetzt ist jetzt, der Herbst kommt langsam. Ja. Ja. Du bist eher ein Herbstmensch oder Sommermensch? Ich schätze beides, einfach nicht die ganz, ganz extremen Temperaturen. Also klar habe ich gerne Sommer oder am Morgen schon schönes Wetter, die Leute sind motiviert und positiv drauf. Das ist alles toll, aber eben nicht so der typische schweißtreibende Sommer. Genau. Schweißtreibende Sommer, genau. Also Ferien hast du keine gemacht? Ja, Ferien in dem Sinne Ibiza, Sardinien oder Rio habe ich nicht gehabt, nein. Ich habe aber ein paar Tage frei gehabt und der Sommer ist ja meistens auch die schönste Zeit in der Schweiz. Genau, die schönste Zeit in der Schweiz. Du sagst es. Jetzt zu deinem Job. Ganz flach gefragt, ist immer so, und dein Job? Was machst du genau? Also, was mache ich den ganzen Tag überhaupt? Oder? Also, ich habe so ein bisschen einen Multikulti-Job. Ich tue mal die Interviewgäste einladen bei uns. Oder? Und wir haben ja schon etwa 500 Interviewgäste in diesen gut zweieinhalb Jahren, seit wir on air sind jetzt hier bei Aktivradio. Ich tue auch das Programm planen, also neben den Einladungen, was wird da abgespielt, also Interviews, Quiz, Geschichten aus dem Leben, die wir ja auch hatten, und wann wird was abgespielt. Oder? Ich tue auch schauen, dass ein bisschen Geld in die Kasse reinkommt, dass ein bisschen Akquisition betreiben, Werbegelder auch. Und ich mache auch einzelne Interviews selber. Also von dem her sind mehrere Sachen. Also ganz interessant, du bist ja eigentlich fast ein Sendeleiter da. Ja, so könnte man sagen. Also man kann sagen PR, Marketing, Moderator, Quizmoderator, den ich auch einige gemacht habe. Ein bisschen Verschiedenes. Es gibt ein bisschen Abwechslung. Ja. Quiz, das ist jetzt gerade Stichwort. Wie läuft das mit der Quiz da auf Aktivradio? Also wir haben ja verschiedene Quizmoderatoren haben wir eigentlich bei uns, ja. Und wir haben jetzt auch angefangen mit KI-Quiz neuerdings. Und das läuft gut übrigens, die KI-Quiz. Wir haben schon einige gemacht, einige sind abgeleitet auch bei uns auf der Website und haben die abgespielt. In Hochdeutsch jetzt allerdings noch, nicht in Schweizerdeutsch, aber in einem guten Hochdeutsch. Wichtig ist einfach, dass mit dieser KI, dass man, wenn man jetzt so ein Quiz macht, über Afrika beispielsweise ganz konkret, dass man gewisse Parameter gibt. Das heisst, A, B und C, oder? Dass man Fragen stellt und die Antwort, welches ist echt richtig auf die Frage, A, B oder C. Und dann das auch gut einschränken. Dass man immer sagt, nach einer Frage gibt es irgendein Musikstück und nachher kommt die Antwort und dann kommt die nächste Frage und dann gibt es wieder ein bisschen Musik und dann kommt die Antwort. Also die KI ist gut, aber man muss Parameter setzen, sonst wird es ganz, ganz wirr. Wo liegt bei dir Stärke bei den Quiz? Bei den Quiz, ich habe viel gemacht, glaube ich, etwa 30 Quiz gemacht. Und ich habe so einen kleinen Mix gemacht zwischen den schönen Ländern, die ich bereist habe. Irgend so fast ein bisschen als Tourismusdirektor, oder? Und gesagt, kommen wir den Côte d'Azur oder auf Rio oder auf New York oder auf London oder Paris oder wo auch immer. Also so Sachen, die mich auch angesprochen haben. Ich habe aber auch so Popgruppen gewählt, beispielsweise Genesis, eine von meiner Lieblingsgruppen, oder Coldplay, oder Cher, oder was auch immer, oder? Also so ein bisschen leicht verdauliche Kost in dem Sinn.
Und das Ganze eine knappe Stunde, wie übrigens unsere Interviews auch, und immer untermalt wieder mit ein, zwei Stück Musik. Also immer eine Frage, ein bisschen Musik, eine Antwort, Musik, wieder eine Frage. Und so sollte das ein bisschen leicht und locker flockig rüberkommen. Ist das so, dass dann, ja, kann man da anrufen und gibt es etwas zu gewinnen oder? Ja, also wir haben tatsächlich so Wettbewerbe mal gemacht, ja, und zwar weniger mit Quiz, sondern wir haben am Anfang, als wir ganz gestartet sind, neu im Januar 2022, haben wir so Aktivradio-Kleber quasi auch verteilt und haben gesagt, alle Leute, die das ein Velo, Auto oder einen Briefkasten tun, die sollen doch ein Föteli machen, uns schicken. Und dann kommen wir die in eine Tombola rein, so in einen Kübel. Und ich ziehe dann irgendwie da monatlich jemanden raus. Und die kommen dann einen Preis über, von einem Sponsor, irgendein Nachtessen oder einen Sportgutschein oder irgend so etwas. Das haben wir einfach am Anfang gemacht, jetzt nicht mehr eine Zeit lang, ja. Das ist jetzt gerade spannend, die nächste Frage, nämlich Sponsoring. Und nicht nur Sponsoring, sondern auch Werbung. Wie ist das bei euch? Kann man da Werbung machen oder eben Sponsoring? Wie funktioniert Ja, das? das kann man machen. Also ich mache jetzt dann am 19.09. mache ich dann ein Quiz als Moderator für KPT, Krankenkasse in Bern. Und die haben mir Fragen und Antworten geschickt. Es geht ums Thema Gesundheit. Und ich werde dann das dort moderieren. Und das ist ein zahltes Quiz in dem Sinne, ja. Und Werbung. Werbung kann man auch machen. Wir haben zum Beispiel für eine Personalberatung haben wir Werbung gemacht und dann haben wir dort auch gewisse Stellen, haben wir gesagt, die wichtigsten Stellen, oder, die aktuell sind. Was werden für Leute gesucht? Oder wir haben auch für beispielsweise für BMW Schweiz haben wir auch eine Zeit lang gesagt, das nachfolgende Interview ist gesponsert von BMW Schweiz. Und dann haben wir den Jingle eingespielt und das gesagt, oder? Das ist auch eine Möglichkeit. Also man kann Quiz sponsern, man kann Interviews sponsern, man kann einen Spot über einen Sender lassen, mehrmals pro Tag. Und dort gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen einen Spot über, wo vorfabriziert ist. Das ist vielfach bei den mittleren und vor allem bei den grossen Firmen der Fall. Dann lassen wir das so ab, so wie wir es überkommen. Oder wir kommen den Auftrag über ein paar Stichworte, beispielsweise für eine Garage, eine Frühlingsausstellung. Und dann heisst es einfach, das und das ist wichtig und machen etwas draus. Und dann lassen wir das auch ab. Also der Preis für die Werbeblöcke ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie viel Mal spielen wir zum Beispiel einen Spot ab pro Tag, oder? Es ist, kommt auch ein bisschen auf die Länge von dem Spot drauf an. Müssen wir das selber machen, was wir gerne machen, oder wird er uns eingeliefert, pfannenfertig, oder macht sicher auch einen Unterschied. Und ja, ich werde jetzt hier nicht genau in Rappen eine Zahl nennen, aber es ist sicher so, ist zahlbar und es kommt ein bisschen auf den Aufwand drauf an und wie viel Mal spielen wir es ab. Also, ich werde wahrscheinlich keine Werbung machen bei euch, weil ich kann mir das nicht leisten. Außer ich komme einen Rabatt über. Ja, Rabatt gibt es immer, oder? Wir sind ja immer alle nett und freundlich. Mit uns kann man reden. Preise sind auch in der Geschäftsunterlage, aber man kann die diskutieren. Und es ist wirklich individuell. Aber ich sage, es ist nicht so, dass das einem umbringt in dem Sinne. Genau. Das ist super. Es gibt verschiedene Wege nach Rom. Es gibt über, sag es nochmal, es gibt Interview-Sponsoring, Quiz-Sponsoring, Sendesponsoring oder einfach der Jingle, wie man das nennt, oder Werbespot, das deutsch-englische Wort dazu, wo man könnte ablassen. Und man kann das mehrmals hintereinander machen oder einmalig. Also es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also
zum Beispiel Radio, nein, nicht Wieland. Das hat es einmal gegeben, Radio Wieland. Wieland TV, jetzt mag ich, nein, ich darf keine Werbung machen. Muss aufpassen. Warum nicht? Also Wieland TV, wo wir jetzt gerade drauf sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, ist auch gut. Ja. Wie aktiv Radio. Und auf eine Art, ja, auf eine Art ist jetzt auch ein bisschen eine Zusammenarbeit da, weil wir auch daran interessiert sind, dass Aktivradio aktiv ist und nicht stillsteht. Und das natürlich ganz klar Wieland-TV auch nicht stillsteht. Jetzt, was für Menschen tun ihr interviewen? Das sind Showbiz, Geschäftsleute. Was könntet, was für ein Spektrum habt ihr da? Also ich habe eigentlich da eine carte blanche oder wirklich eine freie Karte. Ich kann einladen, wer ich will in dem Sinn, oder? Und ich nutze das auch aus. Also wir haben viel Politiker gehabt. Das letzte Jahr war ein Wahljahr. Wir haben sicher etwa die Hälfte vom Ständerat und Nationalrat gehabt. Regierungsrat, Kantonsrat, Grossrat und so weiter. Aus der ganzen Deutschschweiz. Und ja, die Bedingung ist einfach, dass man Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch kann, jetzt mal bei unserem Kanal. Und wir haben aber auch, wir werden ja nicht nur Politiker, wir haben viele Wirtschaftsleute gehabt, von KMU bis Grossfirmen. Wir haben Leute gehabt aus der Kirche, aus der Kultur, aus viel vom Fernsehen, oder? Viel 10 vor 10 Tagesschau-Moderatorinnen, Wirtschaftsmagazin und. Wir haben aber auch Leute gehabt, aus der Armee, also aus dem Ersüssli, die Armeespitze, oder, wo alle da waren oder noch werden kommen. Wir hatten auch Sportler, wir haben ja, Entertainment, du hast gesagt, so Moderatorinnen aus dem Showbiz-Entertainment-Branche. Also wir haben politisch vielleicht noch vom ganz linken bis zum rechten Flügel von der SVP. Oder? Wir schauen ein bisschen Mix machen. Also wir sind sicher eher ein liberal-bürgerliches Radio, aber wir haben alle Couleur. Aber jetzt haben wir eigentlich von dir noch gar nichts geredet. Ja, stell die Frage. Ja. Was willst du wissen? Was würde ich wissen? Du bist ja nicht ein Ur-Radiomensch oder ein Ur-Aktiv-Radiomensch, sondern du hast mal einen anderen Job gehabt. Was hast du gemacht? Also ich war ja über 30 Jahre bei Banken, im In- und Ausland, bei verschiedenen Banken. Nach dem Gymi hat es mich nach Genf gezogen, oder in die grosse, weite, internationale Welt. Und bin dann als junger Mann beim grössten Brokerhaus gewesen, also übrigens dort Zeit mit dem Sergio Ermotti zusammen. Oder ich war in Genf und er war Händler in London. Und ich kenne ihn nicht persönlich, aber wir haben zur gleichen Zeit bei dem gleichen Bankhaus gearbeitet. Und Genf war wirklich eine coole Stadt gewesen. Also man hat sich irgendwie wie in Monaco fast gefühlt, aber nicht typisch in der Schweiz, sondern mit diesen vielen Araber, Amerikaner, mit diesen Diplomaten auch und eben Bankangestellten. Und ich bin nachher durfte auf Amerika, oder auch so fast wie der Michael Douglas, so mit den Hosenträgern, oder? Also so die Wall Street Atmosphäre. Dort durfte einen Monat nach New York und nach Princeton, New Jersey, so ein Training Center. Und da habe ich mich natürlich so als 22-Jährige habe mich schon cool gefühlt. Aber ich bin nachher weiter auf Zürich, Basel, Bern, Solothurn, überall. Ich war in der Anlageberatung für institutionelle Anleger, also für Pensionskassen, Firmen, Stiftungen, Family Offices. Also das war meine Zielgruppe in erster Linie. Und ich habe das über 30 Jahre gemacht. Das war eine gute Zeit.
Aber irgendwann hat sich auch vieles wiederholt. Dann, oder? Also man hat dann immer wie mehr Reorganisationen gehabt. Man hat McKinsey oder Boston Consulting im Haus gehabt, 1,5, 2 Jahre. Der Chef hat auch gewechselt, meistens alle 1,5, 2 Jahre. Die Strategie hat auch in diesem Rhythmus gewechselt. Und ich habe gesagt, man kann dann die Folien von den 80er Jahren wieder brauchen mit grünem statt rotem Rand. Oder? Und alles hat sich irgendwie wiederholt. Und dann so ab 50 oder 55. Ja, ich sage nicht, dass man zwingend in eine Midlife-Crisis hineinkommt, aber man tut dann schon gewisse Sachen hinterfragen. Also für privat sicher auch, aber auch jobmässig. Wie lange will man das noch machen? Will man das überhaupt noch machen? Und eben, jetzt mache ich etwas ganz anderes. Aber die Marketing und Kontakt und Networking, das hilft mir auch jetzt beim Radio, das Beziehungsnetz, dass ich auch gewisse Leute aus dieser Branche einlade. Ja. Also da bist du im Prinzip besser dran als ich. Ich bin nie Banker gewesen und ich würde es auch nie werden. Das ist außer meiner Dingsbums. Ich bin eher, ja, Geld ist auch etwas, was ich brauche, aber auf der Bank zu arbeiten, nein, danke. Du hast ja bei einer Bank gearbeitet, die gestorben ist. Was ist bei dir vorgegangen? Also eine Bank geschafft, die gestorben ist. Sag es mal so, ich habe bei der Bank Coop mal geschafft, die jetzt Bank Claire heisst. Also die ist nicht gestorben, hat einfach einen anderen Namen. Die gehört der Basler Kantonalbank. Das ist eine Tochter und heisst jetzt nicht Bank Coop, sondern Bank Claire. Eine Bank, die gestorben ist, die eingegangen ist. Hast du nie bei der CS geschafft? Ah, ja, genau. Bei der CS habe ich 10 Jahre gearbeitet. Okay, Entschuldigung, siehst du ja, weil die noch nicht ganz Schildli überall gewechselt worden sind, zumindest in Solothurn nicht. Die Schildli gibt es immer noch bis Ende Jahr, oder? Und das Gebäude. Aber nachher sind dann die Schildli wirklich werden die gewechselt. Jawohl, ich habe bei der CS mal gearbeitet, unter dem Brady Dugan damals, also bei CS Asset Management. Und eben schon dann hat er sich damals, kann mich erinnern, einen Bonus auszahlen von 90 Millionen oder ein Jahr. Und glaube, fix kann irgendwie 20 Millionen und eben noch die 90 Millionen. Und ja, also ich bedauere das. CS war eigentlich keine schlechte Bank. Sie war sogar die Nummer 1 im Firmenkundengeschäft. Also alles für KMU, Kredit und so weiter, Anlagen, ist die Nummer 1 gewesen. Es waren ganz tolle Leute dort. Aber die Chefetage ist damals schon sicher, diplomatisch gesagt, das Geld ist schon sehr wichtig gewesen. Das ist jetzt mal nett ausgedrückt. Ja. Also, du hast keine Boni ausgezahlt bekommen. Doch, ich habe auch Bonus bekommen. Das habe ich auch ausgezahlt bekommen, aber das war vielleicht so zwischen 10.000 und 30.000 Franken im Jahr, ja, als Bonus, wenn man das will. Aber eben nicht 90 Millionen. Also, ich meine, das ist ein schönes Feriengeld, oder? Ja, also das ist zu dem Lohn, wo man meistens hatte, so als Berater. Sagen wir, unter 30.000 hat man noch zwischen 10.000 und 30.000 bekommen als Bonus, ja, um sich das vorstellen. Aber das ist in Zürich natürlich, sind die Grundlöhne sicher auch höher gewesen, oder, als jetzt in Solothurn oder Bern. Und Boni sicher auch höher. Aber also das ist viel Geld, das ist gutes Geld, das ist absolut okay, oder? Ist man privilegiert gewesen, aber es ist nicht eine Etage, wo man irgendwie sich gar nicht mehr gespürt hat, oder? Ja. Ja, das glaube ich. Und du wohnst ja da in Solothurn? Ich wohne hier in Riedholz, das ist 2 Dörfer neben Solothurn, ja. Habe lang gependelt, oder? Ich habe nach Zürich gependelt, ich habe aber auch in Zürich gewohnt. Nach Genf pendeln kann ich natürlich nicht, das ist ein längerer Weg, oder? Ich habe 3 Jahre in Genf gewohnt. In Bern habe ich 6 Jahre nach Bern gependelt und immer in Solothurn gewohnt. Und auch als ich zu Basel war, habe ich pendeln. Aber eben, was vielleicht auch ein bisschen mühsam war, mit dem Auto hat man ständig Stau gehabt. Und wenn man ein bisschen sensibler Mensch ist, hat man sich zumindest immer aufgeregt, oder? Ab dem Stau oder Parkplatz suchen. Und mit dem Zug, obwohl die Banken vielfach mir das Erstklass-Billett
bezahlt haben, oder? Grosszügigerweise, habe ich nicht immer einen Sitzplatz gefunden. Also ich bin eigentlich hässig im Büro angekommen und so daheim nochmal hässig. Oder? Und das ist eine gewisse Einbuße von Lebensqualität. Das lässt sich mit Geld für gewisse Leute wegmachen. Für mich aber hat es sich durch Geld nie wegmachen. Also jetzt hast du sehr tief in dein Herz schauen lassen oder ein bisschen ins Herz schauen lassen. Du bist verheiratet, oder? Ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Also Kind, der Jünger wird in einem Monat 18. Ist ja dann auch nicht mehr so ein Baby in dem Sinn. Und der Ältere ist 21 und studiert Psychologie in Basel. Und der Kleiner wird in einem Jahr Matur machen und dann auch studieren nach Bern, so wie es aussieht. Ja. Also eine IQ-Familie? Vielleicht liegt es an der Frau, ja, genau. Genau, eine IQ-Familie, also es ist ja nicht jeder, der studiert, hat immer einen ganz, ganz hohen IQ. Aber ja, sie haben sich jetzt für ein Studium entschieden. Ob das besser ist oder schlechter, man wird es sehen. Ich bin der Meinung, man braucht... Gerade so viele Leute, die nicht studieren, wie studieren. Das kann nicht jeder nur studieren. Oder sonst irgendwie, wenn das Lavabo mal verstopft ist, dann kommt niemand mehr vorbei. Oder? Und ich sage eigentlich, Handwerker sind auch extrem gesucht. Oder? Mhm. Aber es geht alles richtig Studium. Oder? Ich sage es auch Kindergärtnerin muss irgendein Diplom noch haben und studieren und zertifiziert sein und so. Ich finde es persönlich eine falsche Richtung, die wir gehen. Aber es muss jeder selber entscheiden und wissen. Ja. Also ich bin kein Zertifizierter. Ja, aber es braucht auch Praktiker, ja. Ja, ja. Boris, deine... Hast du jeden Mittag geschlafen? Passt. Genau. Sorry. du hast sicher etwas... Ein Lieblingssport. Also, du bist, siehst auch sportlich aus und bist ein Hobby. Jetzt habe ich mal gestellt. Ja, danke fürs Kompliment. Ja, also ich habe lange Tennis gespielt. Das mit 15 bis 25 habe ich Interclub gespielt. Also so Mannschaftssport. Tennis, da kantonal und außerkantonal. Das ist meine grosse Leidenschaft. Und ich bin auch sehr gerne ein Tennisturnier gereist. Sei das Swiss Indoors in Basel, ein tolles Turnier, nach Gstaad. Nicht immer ganz einfach. Entweder habe ich als Zuschauer Skijacke oder AK oder einen Hitschlag fast gehabt. Also, es hat fast nichts Normales gegeben, aber es ist auch cool, Gstaad. Und natürlich Paris, das ich einmal besuchen durfte, 2020. Da war ich im Brasilianer-Ecke und dort hat gerade Gustavo Kürten gespielt, der Brasilianer. Er hat auch dreimal das Turnier gewonnen, Roland Garros in Paris. Ja. Und ich als Brasil-Fan natürlich, ich habe ja auch Verwandte in Brasilien, Cousin und Cousine. Und meine Tante und Onkel, die ja dort ausgewandert sind nach Sao Paulo. Also das war top. Das war vielleicht dort emotional das grösste Erlebnis in Paris, in Roland Garros. Also Tennis ist etwas, das eigentlich bis heute mehr, obwohl es heute eher passiv ist, begleitet hat. Und wie ist es mit Wimbledon? Wimbledon wollte ich mal gehen. Und vielleicht klingt mir das auch noch, aber das Einzige, was mich dort abgehalten hat, ist einfach, dass die Ticketpreise sind enorm hoch. Und dann muss man auch noch das Glück haben, am besten, wenn man jemanden kennt in London, wo einem das Ticket beschafft. Weil sonst ist es wirklich, wirklich schwierig, dort ein Ticket überzukommen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig und es ist sehr teuer. Also Paris ist gerade im Vergleich zu Wimbledon relativ günstig gewesen. Und Wimbledon, ja, das wäre vielleicht mal etwas noch. Ja. Jetzt ist das Bild ein bisschen verschoben gewesen, weil das mit dem Wimbledon vielleicht ein bisschen verschoben war. Noch nicht. Das kann sein. Ja. Kann man, also ja. Ich bin natürlich auch ein grosser Tennis-Fan.
Ich hätte es fast einmal geschafft auf Wimbledon oder nach Wimbledon, nicht auf, Ja. ach. Und ist dann leider auch ein bisschen die Hose. Heute spielst du auch noch Tennis? Heute spiele ich ganz, ganz wenig Tennis. Ich habe mal mit dem Sohn noch ein bisschen gespielt, ja, um ihm ein bisschen vielleicht die Lust beizubringen. Und er hat auch ein Zeitchen gespielt. Aber er ist nachher umgestiegen auf Fußball, Volleyball, Basketball, hat verschiedene Ballsportarten ausprobiert. Und ich glaube, oder auch mit meiner Frau habe ich immer ein Zeitchen gespielt. Aber offenbar habe ich Bälle einfach zu gut verteilt. Also, ich sage nicht gerade, sie ist gerade immer hässig oder nach dem Match, aber irgendwie so die grosse Harmonie auf dem Tennisplatz hat ein bisschen gefehlt. Obwohl ich sie ja eigentlich als Tennislehrer vor vielen, vielen, vielen Jahren, die ich als Hobby betrieben habe, kennengelernt habe. Oder? Also von dem her gesehen, verbindet uns das Tennis, aber vielleicht muss ich einfach ein bisschen braver zuspielen. Also, ich bin ja ein ziemlich älterer Mensch, also bis wie viel alt, wie alt darf man werden oder wie alt kann man sein, bis man noch anfängt mit Tennis? Also das Also ich glaube, Tennis ist noch attraktiv. Du kannst, wenn du eine gute Technik hast, kannst du ja versuchen, Bälle zu verteilen, dass du nicht immer musst ins Netz springen. Wenn natürlich das Gegenüber auch sehr gut ist in der Technik, dann wird es schwieriger. Aber ich sage es mal so, Spass beiseite. Also Tennis kannst du theoretisch, wenn es dir gut geht, bis 70, 75, vielleicht bis 80, wenn du Glück hast, spielen. Du gehst natürlich nicht mehr jedem Ball nach. Aber wenn du von der Grundlinie hin eine gute Backhand und gute Vorhand hast, dann denke ich, kannst du mit der Technik doch einiges machen. Also, dann müsste ich dich als Tennislehrer engagieren. Ja, oder als Spielpartner Oder als einfach. Spielpartner, Ja, ja. genau. Als kleiner Bub habe ich auch ein bisschen gespielt. Und immer schön gegen die Wand. Ja. Und leider hat es dann, ja, leider hat es mir dann nicht gelangt. Oder ich weiß nicht warum. Es ist schon schwierig. Also ich habe in der Schulzeit, im Gymi, war auch mein Ziel, mal Tennisprofi zu werden. Das ist mein grosser Traum, wie andere vielleicht Schlagzeuger oder Fußballprofi. Und ja, also ich bin zwar gut bürgerlich aufgewachsen und wir sind nicht arm gewesen, unsere Familie, aber auch nicht Millionär natürlich. Und ich glaube, es braucht neben dem Talent braucht es gleich auch ein gewisses Portemonnaie, oder dass der Papi irgendwie das finanziert und so. Und in der Schweiz ist natürlich auch die Mentalität gewesen, macht zuerst mal etwas Richtiges, etwas Rechts, oder geh mal studieren oder geh mal für eine Bank oder irgendwo. Und in Amerika sieht das Ganze natürlich vielleicht ein bisschen anders aus. Ist man vielleicht ein bisschen risikofreudiger, aber in der Schweiz, wenn man sagt, ein Fußballprofi, Tennisprofi, Pop- oder Rockstar, dann denke ich, gibt es zuerst einmal Krach mit der Familie. Ja. ja, Tennisprofi. Und wahrscheinlich zu der Zeit, wo du gespielt hast, ist es auch noch ein bisschen ein Elitesport gewesen. Also Ja. heute ist es ja kein Elitesport mehr in Also dem Sinne. heute sind die Tennisspieler werden heute Golfspieler, oder? Das ist es so. Also früher hat man gesagt, Fußball ist so ein bisschen für Basic. Tennis ist, eben du hast gesagt, ein bisschen für die mehr Besseren. Also ich weiß noch, als ich dort gefragt habe, es hat mehrere Tennisclubs in Solothurn, aber ich bin dann TC Herrenweg hat das geheißen, und schon der Name ist so, Herrenweg. Oder? Und wo ich dort eintreten mit meinem Kollegen, und mein Kollege, der Vater, ist CVP-Regierungsrat gewesen, oder? Und mir hat man dann auch gefragt, was macht dein Vater? Also das war so die erste Frage. Er hat gesagt, ja, er ist Gymnasiallehrer oder er hat den Doktortitel noch. Und dann ist das kein Problem gewesen, da reinzukommen. Also ich finde das ein bisschen daneben, die Fragen, die man mir gestellt hat. Es ist ja um mich gegangen, nicht um meine Eltern. Aber wie du gesagt hast, es hat offenbar so, wenn man Akademiker war, also zumindest die Eltern oder der Vater, dann ist alles ein bisschen schneller gegangen.
sagen, wie du gesagt hast, Golf nachher. Mhm. Der Schwung hat man, oder? Mhm. Mhm. Ja, also eben, mhm. der Schwung. Ja, also ein gewisses Talent hat man. Ich habe mal in Mallorca, vor mehreren Jahren, haben wir meine Frau und ich einen zweiwöchigen Just for Fun-Kurs genommen, oder? Und das im Hotel gebucht. Und mir hat das natürlich schon auch gefallen, die Golfatmosphäre. Es hat immer sehr gute Restaurants, es ist gepflegt, oder so Gentleman. Und ja, ein gewisses Talent hatte ich vielleicht tatsächlich gehabt, oder, wegen Tennis. Aber in der Schweiz, erstens ist es sehr zeitintensiv. Also du kannst nicht einfach wie ein Tennisschläger nach einer Stunde den Schläger in eine Ecke stellen. Mit diesen 18 Loch, das geht ein bisschen länger. Meistens geht man ja dann auch noch gut essen. Oder eben, wie du sagst, man raucht noch gute Zigarren. Die rauchen, oder? Also ich rauche jetzt nicht, aber die rauchen. Und der Whisky dazu und so. Also einfach Spass beiseite, es geht einfach ein bisschen länger. Man kann nicht einfach eine Stunde schwitzen und dann geht man heim. Und ich weiss noch, dort, wo ich mich auch mal in der Schweiz interessiert habe, hat man gesagt, hier in Willihof, das ist gerade bei Solothurn, hat mir jemand gesagt, also die Eintrittsgebühr damals ist Minimum 50'000 Franken. Oder? Und dann gibt es noch eine sogenannte, kommt irgendeine Aktien über und dann gibt es noch eine Jahresgebühr und dann muss man noch Golfausrüstung zahlen, dass man en vogue ist, oder, dort. Und dann ist auch immer noch geschaut worden, was fährt für ein Auto, oder? Dass man sollte auch irgendein Minimum ein BMW haben, so ein bisschen, wenn man etwas auf sich hält. Und die Nummernschilder sind dann irgendwie Watt, Genf, Bern, Zürich, Basel, Solothurn ab und zu. Also irgendwie darum, hier mitzumachen und noch gute Visitenkarten vom Business her als Banker oder als CEO oder was. Vielleicht ist das heute jetzt ein bisschen anders. Jetzt gibt es ja auch so Migros-Club, wo es günstiger ist, aber es hat immer noch ein bisschen einen elitären Touch. Genau. Also ich kann mir es nicht leisten, aber es ist mir eigentlich auch gleich. Ja. Ich würde lieber Tennis spielen, ja. Ganz ehrlich gesagt. Ja. Also die Chance ist noch da. Die Chance ist noch da. Gut, dann machen wir mal einen, wie sagt man das, ein Match-up, oder? Ja. Ja. Oh, ich müsste zuerst mich weiss einkleiden und ja, und vielleicht könntest du ja die Ballmaschine noch, irgend 100 Bälle spielen, dass du ein bisschen fit bist. Genau. Genau. Ja. Boris, herzlichen Dank. Super gsi. Danke meinerseits. Und ja. Für das Interview, für die Zeit und für die Fragen und dass du da angekommen bist. Ja. Ja. Es ist selbstverständlich, dass ich daher kommen will. Es hat interessante Leute. Ich habe am Anfang von der Woche deinen Chef dürfen vor der Kamera haben. Und jetzt du, das gibt schon ein schönes Bucke. Man müsste natürlich jetzt noch jemand anderes herziehen. Aber es wird, ich weiss nicht, ob das überhaupt möglich wäre. Gut, in dem Sinn. Gute Zeit. Danke. Vielmals. Und gute Zeit. Ich muss mich noch anständig verabschieden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Tom Lunier auf Wieland TV.